hier in St. Georgen. Ja, Abbruch und weiter natürlich mit dem Missbrauch. Ich äußere mich jetzt inhaltlich gar nicht groß, sondern schränke mich aus Begrüßen. Zweimal kleine Hinweise nur, denn das Inhaltliche möchte ich dann doch dem Podium überlassen. Zum einen erstmal noch, bevor ich ein kleiner Hinweis, es sind hier so zwei Teilnahmelisten unterwegs, wo ich Sie bitten würde, Name, Vorname, Unterschrift drauf zu notieren. Das brauchen wir als quasi Beleg für diese Veranstaltung gegenüber dem Ministerium, von dem wir als katholische Erwachsenenbildung gefördert werden. Das Zweite ist, ich möchte darauf hinweisen, dass heute der erste von zwei Abenden ist. Nächste Woche, dann am 19. sitzt hier Rainer Schmidt-Degenhardt, der heute auch dort hinten als Zuhörer da ist, mit Bischof Ackermann, 90 Minuten hier, und wird da vor allem dann auch den Schwerpunkt legen, ja, was tut sich, was leistet die katholische Kirche derzeit als Institution in dem Kontext, also den Blick nach vorne. Zum Zweiten möchte ich auch heute Herrn Dahl recht herzlich begrüßen. Er ist seit September letzten Jahres gewissermaßen der unabhängige Missbrauchsbeauftragte im Bistum Limburg. Und freut mich, dass Sie hier sind, heute und auch nächste Woche, zum Thema und sicherlich auch, wenn es Fragen gibt, nach dem Podium zur Verfügung stehen. Ja, ich begrüße Sie und übergebe jetzt einfach an Herrn Beck, der Ihnen dann auch unsere Podiumsgäste des heutigen Abends vorstellen wird. Ja, vielen Dank, Herr Beuer, für die Organisation dieser Abende, die wir unter der Überschrift zu Gast in St. Georgen schon in bewährter Form als Format hier pflegen. Heute Abend hat das eine ganz besondere Bedeutung, weil wir drei Gäste hier in St. Georgen haben, die mit uns gemeinsam sprechen werden über das, was gemeinhin unter Missbrauchsaffäre gefasst wird, über Missbrauchsskandal und gerade mit Veröffentlichung der MAG-Studie nochmal in besonderer Weise verbunden ist. Ich möchte Ihnen zunächst vorstellen, wer heute Abend mit mir hier im Gespräch sein wird und dann das Gespräch starten. Vielleicht fragen einige von Ihnen sich auch, ja, können wir uns in irgendeiner Form gut beteiligen? Das wird so sein. Im Verlauf des Abends öffnen wir die Runde dann natürlich auch, sodass Gelegenheit ist für eigene Fragen oder Diskussionsbeiträge. Mein Name ist, wie gesagt, Wolfgang Beck. Ich bin hier an der Hochschule zuständig für die Fächer Pastoraltheologie und Homiletik, also Predigtausbildung, also im Bereich der praktischen Theologie tätig und deswegen an verschiedenen Stellen der Thematik auch befasst. Und hatte an verschiedenen Stellen auch schon mit Ihnen auf unterschiedliche Weise zu tun. Im Rahmen eines öffentlichen Hearing in Berlin, da werden wir gleich ein wenig von hören. Zu meiner Rechten, zunächst darf ich Ihnen vorstellen, Frau Claudia Mönius, vielleicht einigen bekannt auch durch ihr Buch Feuer der Sehnsucht, Spiritualität, einfach leben. Frau Mönius berichtet auch biografisch von ihren persönlichen Erfahrungen, die sie als junge Frau im Raum der Kirche machen musste. Und sie engagiert sich auf unterschiedliche Weise in diesem Bereich, auch in der Vernetzung von Opfern. Daneben Frau Professor Harald Dresen, Frau Sabine Andresen, Entschuldigung. Sie hatten keine allzu weite Anreise, kommen von der Universität Frankfurt, hier auf der anderen Rheinseite, sind tätig im Fachbereich Erziehungswissenschaften mit einem Lehrstuhl der Familienforschung und Sozialpädagogik. Das allein ist aber noch nicht sozusagen der Hintergrund dafür, dass wir Sie angefragt haben, sondern die Tatsache, dass Sie seit 2016 Vorsitzende sind der unabhängigen Kommission zur Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs der Bundesregierung in Berlin. Das heißt, Sie arbeiten eng auch mit dem Beauftragten der Bundesregierung zusammen und werden einmal aus diesem Arbeitsfeld, das eine ehrenamtliche Tätigkeit ist, kann man glaube ich auch immer noch mal dazu sagen, werden aus diesem Tätigkeitsfeld berichten und aus Ihren Erfahrungen. Und
zu Ihrer Rechten, mir ganz gegenüber, sitzt Herr Professor Harald Dresing. Sie sind Mediziner und Ihr Name ist im Kirchenraum seit einigen Monaten in besonderer Weise natürlich mit der MHG-Studie verbunden, die die Deutsche Bischofskonferenz in Auftrag gegeben hat. Eine sehr komplexe Studie, die auch gerade bei ihrer Veröffentlichung und dem Drumherum, sag ich mal, der Veröffentlichung sehr viel Aufmerksamkeit gefunden hat. Einmal wegen der Ergebnisse, aber sicherlich auch wegen der Frage, wie damit im Weiteren umzugehen ist, welche Schlussfolgerungen aus den Erkenntnissen zu ziehen. Herzlich willkommen Ihnen dreien hier bei uns an der Hochschule St. Georg. Hochschule, das wissen die meisten von Ihnen, ist nicht nur ein Ort für philosophische und theologische Studien, sondern es ist auch ein Ausbildungsort für die mittlerweile 9 Diözesen, die ihre künftigen Priester hier in einem eigenen Priesterseminar und eben hier in der Hochschule ausbilden lassen. Auch vor diesem Hintergrund schien uns die Beschäftigung mit der Thematik und im Besonderen mit der MHG-Studie natürlich naheliegend und dringend geboten. Es ist eigentlich, würde ich sogar sagen, überfällig, die Beschäftigung damit und das Gespräch darüber. Bevor wir darauf aber dann näher eingehen, möchte ich zunächst Ihnen, Frau Mönius, das Wort geben. Es hat mich, kann ich so sagen, auch persönlich sehr berührt, als ich im letzten Jahr bei der Open Hearing in Berlin auch Ihre Geschichte kennengelernt habe und ich weiß seitdem nochmal in besonderer Weise auch, was das für Sie auch persönlich bedeutet, die Geschichte zu erzählen, auch dafür immer wieder einzustehen. Und ich danke Ihnen persönlich ganz besonders, dass Sie sich dem aussetzen, weil es für Sie heute Abend schwerer Gang ist. Sie haben sich ja auch stark im Netzwerk der Opfer oder den unterschiedlichen Netzwerken der Opfer sexuellen Missbrauchs engagiert. Deswegen zunächst vielleicht die Frage auch an Sie. Können Sie im Hinblick auf diese langen Jahre sagen, ob sich im Umgang mit dem massiven Problem sexualisierter Gewalt im Raum der Kirche etwas entwickelt hat? Können Sie Dinge beobachten? Zunächst einmal vielen herzlichen Dank für die Einladung. Es ist, eigentlich kann ich damit schon eine Antwort auch verbinden, nämlich dass ich hier sitze und dass ich sprechen darf, dass ich eine Plattform habe, eine Gelegenheit zu sprechen über das, was eben passiert ist, über diese Missbrauchserfahrung. Das ist ja schon mal eine deutliche Veränderung und an der Stelle kann ich auch schon gleich sagen, dass ich einfach dankbar bin, dass ich in Politik einschalte, eben auch in Gestalt der Aufarbeitungskommission und dass ich die Wissenschaft einschalte, weil ich eben das Gefühl hatte, es ist wenig passiert, als eben noch nicht drauf geguckt wurde von Seiten eben externer Stellen. Ich habe meine Geschichte in Anführungszeichen 2010 angezeigt beim Erzbistum Bamberg, also ich komme aus Nürnberg, im fränkischen Einschlag, verzeihen Sie mir bitte. habe das in Bamberg eben angezeigt. Ich wusste sehr wohl, dass das Geschehen verjährt war, aber ich wusste, es war wichtig zu sprechen für mich, für meinen persönlichen Heilungsweg. Ich habe sehr lange Psychotherapie gemacht und erst im Laufe vieler Jahre der Psychotherapie kam ich überhaupt an diese ganz unterste Schicht eben des Missbrauchs durch den Gemeindepfarrer, also von meinem 11. bis zu meinem 16. Lebensjahr, wenn das so passiert ist. Und da hat sich so gut wie nichts getan. Also 2010 war, ich bin da auch dem Pater Merti sehr dankbar, dass er eben diese erste sogenannte Missbrauchswelle ja eigentlich an die Öffentlichkeit gebracht hat oder mit verursacht hat. Und das hat mir damals den Mut gegeben, überhaupt mich auch ans Bistum zu wenden, beziehungsweise an den damaligen Missbrauchsbeauftragten des Bistums Bamberg. Und wie dann aber damit umgegangen wurde, das war wirklich mehr als erbärmlich. Also mehr als erbärmlich, kann ich wirklich sagen, gibt auch das Bistum heute zu, mehr oder minder, dass da so gut wie alles schiefgelaufen ist, was man schieflaufen konnte. Man kann es schieflaufen nennen, man kann es vertuschen nennen, je nachdem. Ich will es mal nicht wertend ausdrücken, sagen schieflaufen. Und ich glaube, da hat sich wohl ein bisschen etwas verändert. Ich hatte vor 3 Wochen mein erstes persönliches Gespräch beim Erzbischof von Bamberg. Also immerhin 9 Jahre später hat sich was getan.
dank Ihrem Engagement hier, dank dem Engagement der Medien, die darf man nicht vergessen, die Berichterstattung durch die Zeit, durch was weiß ich, zog sicher durch alle Medien hindurch, die hat natürlich etwas bewirkt und es ist schade, dass man sich so, ich sag mal, exponieren muss. Sie haben es gesagt, es fällt mir schwer, es fällt mir nach wie vor schwer. Jedes Mal, wenn ich über das Thema spreche, klopft mir das Herz bis zum Hals. Und es liegt nicht daran, ich spreche gern vor Publikum, aber nicht eben über dieses Thema. Und das ist notwendig, damit sich überhaupt etwas verändert. Meine Hoffnung ist zwar nicht groß, aber wenn man vielleicht noch darauf zu sprechen kann, kommen, ja, ob sich wirklich in der Tiefe etwas verändert oder auch immer. Aber ich glaube, wenn wir dranbleiben miteinander, das, ja, dann stirbt bekanntlich die Hoffnung auch verletzt. Herzlichen Dank. Sie gehen auf Ihre persönliche Geschichte auch in Ihr Buch ein und schildern auch die Wut, die Sie empfunden haben. Ich würde, wenn ihr das recht ist, eine kurze Passage zitieren. Da schreiben Sie: Aber das Verhalten dieses verlogenen Packs, das vor Jahren, als die Missbrauchswelle dank eines mutigen Jesuiten so richtig hochkochte, Stein und Bein schwor, alles rückhaltlos ans Licht der Öffentlichkeit zu holen, das macht mich wirklich wütend. Mag sein, dass diese heilige Wut, die mich da packt, mit meiner gesamten Biografie zu tun hat. Damit, dass ich es unerträglich finde, wenn unter dem Deckel gehalten wird, was an die Öffentlichkeit muss. Zitat Ende. Was Sie da deutlich machen, ist die sicherlich für Außenstehende nachvollziehbare Wut. Was ich aber auch noch einmal faszinierend finde, ist, dass Sie bei der Wut allein nicht stehen bleiben oder nicht stehen geblieben sind, was ja auch richtig wäre oder nicht weiter zu kommentieren wäre. Sie haben einen Weg gesucht, auch nochmal Zugänge zur Kirche zu suchen, zu Spiritualitätsfragen zu suchen und sind da sicherlich nochmal einen anderen Weg gegangen als viele andere Opfer auch, die eher sagen würden, lass mich mit denen bloß in Ruhe, möchte ich nichts damit zu tun haben. Können Sie dazu vielleicht mal etwas sagen, was Sie da besonders bewegt hat? Ja, also, zunächst einmal möchte ich ein bisschen trennen auch zwischen Kirche, Spiritualität, Religion, Christentum, Gott. Also die meisten werfen ja doch irgendwie alles in einen Topf. Und deswegen habe ich auch übrigens dieses Buch geschrieben. Ich habe kein Buch über Missbrauch geschrieben, sondern über Spiritualität und über christliche Spiritualität. Also ich bin tief religiös, mein Glaube ist mir auch wirklich das Allerwichtigste und ich hätte auch wieder gerne Heimat gezeigt. Also ich war für lange Zeit auch ausgetreten, weil ich das eben alles nur verlogen fand und, ja, und gar nichts mehr anfangen konnte, auch mit dem Glauben, und habe dann tatsächlich auch bei den Jesuiten durch eine wirkliche Gebets- und Kontemplationsschule auch zu meinem Glauben wiedergefunden. Aber die Frage ist eben, was ist Glaube, was ist Kirche, wem kann ich vertrauen? Also bis heute tue ich mich unglaublich schwer, halt, naja, Vertrauen wieder zu entwickeln, auch in die kirchlichen Strukturen und in Kirchenvertreter. Das heißt aber nicht, dass ich jetzt alle über einen Kamm schere. Also ich habe wunderbare Kontakte eben auch zu Ordensleuten, zu Priestern. Aber es ist schwer, eben so dieses, ja, Vertrauen wieder zu finden. Und da, glaube ich, ist es ganz wichtig zu gucken, dass wir auch wieder unterschiedliche Zugänge finden. Und ich sage inzwischen, wenn es eben mit Kirche nicht geht, dann geht es eben ohne. Also ich muss meinen Glauben auch jenseits von Kirche leben. Ich freue mich, wenn ich innerhalb der Kirche leben kann, mit Menschen, denen ich vertrauen kann, etc. Aber Spiritualität lässt sich auch unabhängig von Kirche leben. Das finde ich nochmal sehr, sehr wichtig, weil das ist auch das, was mich tatsächlich wütend macht, dass im Endeffekt unser Glaube oder die Religion dadurch kaputt gemacht wird, dass eben nicht differenziert wird. Ja, viele sagen, na, hau mir ab mit Kirche. Also ich werde oft angegriffen, ja, du bist immer noch in der Kirche, bist du wahnsinnig. Ja, ich überlege natürlich auch immer wieder, ob ich austreten soll, aber ehrlich gesagt, glaube ich, dann können wir überhaupt nichts mehr bewegen. Und ich denke, von innen raus hoffe ich, dass man doch ein bisschen was bewegen kann.
Und deswegen bleibe ich auch noch dabei, wahrscheinlich ist es auch gar nicht so wichtig, ob man Mitglied dieser Kirche ist oder ob man außen ist, das ist gar nicht das Relevante. Ich glaube, wichtig ist, dass wir versuchen, miteinander auch wieder das zu leben, worum es eigentlich geht. Und das ist mein ganz, ganz großer Ansatz. Ja, und wütend bin ich natürlich auch vor allen Dingen auf dieses ewige immer wieder vertuschen und auch jetzt stoße ich immer wieder an diese Grenzen, auf diese Mauern. Selbst wenn mir Kirchenvertreter dann sagen, ja, hatte ich unlängst auch einen leitenden Ordensmann, der mir gesagt hat, ja, Sie müssen weiterreden, bitte bleiben Sie dran. Da ist eine Tür aufgegangen und Sie müssen weiter sich gegen diese Tür stemmen. Und dann wollte ich über dieses Gespräch schreiben. Es hätte in der Zeit was veröffentlicht werden sollen. Der Artikel war fertig. Und dann haben wir nur noch das Go gebraucht von diesem Ordensmann. Und dann sagte er, nein, keinesfalls. Also in der Öffentlichkeit mit dem Thema, nee, also ich will anonym bleiben. So viel dann halt auch zum Thema wirkliche Aufklärung. Wir brauchen einfach auch Mitstreiter, auch von innerhalb des Systems. Einige sind ja auch da. Das macht mich ganz glücklich, dass es auch da couragierte Menschen gibt, die mit dabei bleiben und die auch sagen, ja, wir müssen es aufdecken und das birgt dann auch die Chance eines wirklichen Neuanfangs in sich. Professor Andresen, ich habe schon gesagt, Sie sind seit einigen Jahren in einem besonderen Amt und mit einer besonderen Aufgabe betraut, sich in Fragen sexualisierter Gewalt und Missbrauchsaufarbeitung zu befassen, nicht nur im Raum der Kirche, sondern in unterschiedlichen gesellschaftlichen Segmenten. Eine herausfordernde, vielleicht sogar unübersichtlich große Aufgabe, vermutlich. Auch an Sie die Frage, was haben Sie in diesen Jahren an Entwicklung vielleicht auch beobachten können? Wie sind so schlaglichtartig benannt Ihre Erfahrungen? Ja, vielen Dank für die Frage, vielen Dank für die Einladung und die Gelegenheit, hier auf dem Podium auch mit Ihnen dreien zu sitzen. Und ich möchte ganz gerne anknüpfen oder die Frage so aufgreifen, was habe ich gelernt und was nehme ich mit immer wieder. Das, was mich sehr beeindruckt und uns alle sehr beeindruckt, ist, dass es betroffene Menschen sind, die sprechen. Und oft schon als Kinder gesprochen haben und ihnen wurde nicht zugehört, nicht geglaubt, es wurde bagatellisiert, was sie an sexuellen Gewalterfahrungen berichtet haben. Und dass wir 2010 mit denen, die dann so wichtig waren in der Unterstützung, Pater Mertes, aber dass wir diese Aufmerksamkeit bekommen haben für das Thema in unserer Gesellschaft, das ist den Betroffenen zu verdanken, die gesprochen haben und es auf sich nehmen, immer wieder über ihre Geschichte zu sprechen und immer wieder einzufordern, dass sich in der Gesellschaft etwas ändert. Und ich bewege jetzt gerade das, was Sie zum Schluss berichtet haben mit dem Zeitartikel und die Aufforderung von denjenigen, die Verantwortung haben in der Kirche, oder wir können auch auf andere Einrichtungen gucken, ich will gleich etwas zur Kommission sagen, dass dann Betroffene aufgefordert werden, sprecht weiter, stoßt die Tür weiter auf, das ist eine gute Möglichkeit, ist eine Zumutung. Denn wir wissen ja mittlerweile so viel. Und man könnte sagen, lassen Sie uns gemeinsam diese Tür aufstoßen und wir sind froh und dankbar, wenn Betroffene, obwohl sie immer wieder zurückgewiesen werden, immer wieder an Grenzen stoßen, an Mauern stoßen, trotzdem bereit sind zu sprechen, das wird immer und allzu oft eben nicht anerkannt und nicht berücksichtigt. Und das ist die größte, eine der großen Lehren, die ich aus der Tätigkeit in der Aufarbeitungskommission ziehe. Was macht die unabhängige Aufarbeitungskommission? Sie im Zentrum unserer Arbeit stehen Gespräche mit betroffenen Menschen, die sich bei uns melden für eine vertrauliche Anhörung. Und unser Auftrag ist, die Dimensionen, die Strukturen sexuellen Kindesmissbrauchs in allen Kontexten, in denen sich Kinder aufhalten, leben, aufwachsen, zu untersuchen.
Und dazu ist ganz zentral, sind die Gespräche mit Betroffenen. Wir haben mittlerweile fast 1000 Anhörungen durchgeführt in den letzten 3 Jahren. Viele Betroffene schreiben uns, weil sehr viele Betroffene den Weg über das Schreiben auch finden. Das heißt, wir haben über 300 schriftliche Berichte. Und wir bekommen zurückgespiegelt von vielen Betroffenen, dass sie das auch als eine Form von Anerkennung des Unrechts, das sie erlitten haben, erleben, weil sie auf Menschen stoßen, die zuhören, die es wirklich wissen wollen. Und unser Versuch ist es dann aus dem, was wir lernen, Rückschlüsse zu ziehen. Und das ist dann das, was als Aufarbeitung zu verstehen ist. Und wir hatten auch ein sehr wichtiges Gespräch mit Professor Dressing vor, ich glaube, fast 2 Jahren war das schon, wo wir nochmal sehr deutlich auch unterschieden haben, auch durch Ihren Input, Forschung ist nicht automatisch Aufarbeitung. Unser Auftrag als Aufarbeitungskommission ist es, manchmal auch stellvertretend für viele Betroffene, die sich nicht gemeldet haben, zu sprechen und Forderungen an die Politik zu richten oder an die Kirche oder an einen Sport, an die Sportverbände, wenn wir jetzt auf alle Bereiche blicken, und vor allen Dingen auch die Gesellschaft zu sensibilisieren, dass sexueller Kindesmissbrauch in der Vergangenheit in der Gegenwart nicht aufhört. Auch das eine Lehre aus den Berichten betroffener Menschen, wie weit es hineinreicht in das Leben, ins Erwachsenenalter, was nötig ist an Unterstützung. Und dass es ja auch etwas Besonderes ist, dass wir aufarbeiten und mit erwachsenen Betroffenen sprechen, und zeitgleich wissen wir auch heute, erleben Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt, auch in der katholischen Kirche. Und ich finde, das ist auch etwas, was wir im Blick haben müssen und was uns sehr beschäftigt. Und ich kann vielleicht nachher noch ein bisschen was zur Kommission, wie wir vorgehen, noch sagen. Aber vielleicht zum Anfang ist mal soweit. Mhm. Ist das okay? Ich habe trotzdem einfach ganz direkt eine Frage. Sie sind beauftragt von der Bundesregierung, beziehungsweise vom Beauftragten für Missbrauchsfragen. Aber natürlich könnte man davon ausgehen, dass es ganz unterschiedliche Kreise gibt, die Interesse haben an ihrer Arbeit, so wie wir heute auch. Hat die Bischofskonferenz Interesse an den Erfahrungen, die Sie sammeln? Also, wir sind nicht von der Bischofskonferenz eingeladen worden bislang. Aber, und vielleicht eine kleine, es ist nochmal wichtig, auch die Bundesregierung hat keine Kommission eingerichtet. Auch das ist etwas, was Betroffene zusammen mit anderen Akteuren auf den Weg gebracht haben. Es hat eine sehr bewegende Debatte im Bundestag gegeben, 2015. In der Bundestag den Beauftragten für Fragen sexuellen Kindesmissbrauchs beauftragt hat, eine Kommission einzurichten. Wir haben auch im Unterschied zu anderen Kommissionen im Ausland keine gesetzliche Grundlage. Das heißt, uns sind schon mal per se ganz viele Grenzen gesetzt. Wir dürften nie einen Vertreter der Kirche, zum Beispiel wie das Australien machen konnte, auffordern, vor der Kommission zu sprechen. Also es ist so ein wichtiger Schritt nach vorne gegangen worden, aber der zweite und dritte wichtige Schritt ist nicht gegangen worden. Das Aufarbeitung braucht einen sehr langen Atem. Wir hatten ein öffentliches Hearing zum Thema die Verantwortung der evangelischen und der katholischen Kirche für die Aufarbeitung sexuellen Kindesmissbrauchs. Das war ein Hearing im Juni in Berlin in der Akademie der Künste. Und wir haben Bischof Ackermann eingeladen und wir haben Bischöfin Fehrs von der Nordkirche eingeladen. Das heißt, ich muss mich korrigieren, wir hatten Kardinal Marx und Bedford Strom eingeladen.
als diejenigen, die beide Kirchen vorstehen. Und sind wir gebeten worden oder ist es weitergereicht worden an die beiden, die einmal für die evangelische, einmal für die katholische Kirche sich intensiver auseinandersetzen. Und unsere Bitte war, und dem sind beide nachgekommen, dass sie als Vertreter der Institutionen nicht sofort sprechen, sondern zuhören. Wir haben Betroffene eingeladen, Frau Münius war auch da, die öffentlich gesprochen haben und darüber gesprochen haben, welche Erfahrungen sie als Kinder und Jugendliche gemacht haben und welche Erfahrungen sie bis heute als Erwachsene machen mit Verantwortlichen in den Kirchen, in den Gemeinden. Und Bischof Ackermann und Bischöfin Fers haben den ganzen Tag zugehört und erst ganz am Ende auf einem Podium dann gesprochen. Und es war für uns ganz wichtig, das so zu rahmen, denn das ist so eine grundlegende Erfahrung, die uns Betroffenen berichten. Es wird uns nicht zugehört und es wird sehr schnell reagiert mit, ja, aber wir machen ja schon so viel Prävention und es passiert doch ganz viel. Und das wird häufig als Abwehr, als weiteres Zudecken, als Vertuschen erlebt. Und ich glaube, da ist wirklich noch einiges an Möglichkeiten da, auch mit der unabhängigen Aufarbeitungskommission ins Gespräch zu kommen. Das war unser. Wir haben nur noch eins. Das kommentieren wir jetzt nicht weiter. Herr Professor Dresing, Sie sind einer größeren Öffentlichkeit bekannter geworden oder bekannt geworden mit der doch sehr umfangreichen MHG-Studie, die im letzten Jahr veröffentlicht worden ist, unter, sagen wir mal, etwas speziellen Umständen auch veröffentlicht worden, in Teilen teilweise eben vorveröffentlicht worden, auch dann mit einigen Knatsch. Eine Studie, die sehr komplex ist, aus verschiedenen Teilstudien, kann man sagen, besteht und mit sehr großem Aufwand natürlich auch erstellt worden ist. Ich nenne einfach mal zwei markante Zahlen aus der Studie. Da geht es um die Erhebung von 3.677 Personen, die als Minderjährige zu Opfern von sexualisierter Gewalt geworden sind. Und es geht um 1.670 beschuldigte Täter, die Sie gerade auch in der wissenschaftlichen Aufarbeitung von Personalakten, nicht aller deutschen Diözesen, aber eines Großteils eben dann auch erheben konnten. Ich würde Sie bitten, vielleicht mit einigen Strichen zu skizzieren, die zentralen Ergebnisse der Studie, weil sicherlich nicht alle sich das ganze Werk anschauen. Ja, zunächst auch mal mein Dank an Sie und an meine Kombatanten. Wir sind Krieg, nein. Aber in einer interessanten Bewegung, würde ich mal sagen. Wir haben ja im Wechsel der Kombination immer schon mal wieder so zusammengesessen und ich habe mich eben noch gefragt, wie lange müssen wir da noch so zusammensitzen? Also nicht hier, weil ich denke, das ist nicht notwendig, aber letztendlich sind wir uns immer einig auf dem Podium. Wenn man dann aber so guckt, es sind jetzt schon viele Monate seit September ins Land gegangen, was tatsächlich über Diskussionen hinaus an feststellbaren Veränderungen an Strukturen, zum Beispiel die auch in der Studie angesprochen wurden, festzustellen sind, da kann ich eigentlich wenig entdecken, bis gar nichts. Aber das können wir vielleicht nachher nochmal thematisieren. Sie haben mich zur Studie gefragt. Also in der Tat, lauter, okay. Können Sie mich jetzt besser hören? Okay, Entschuldigung. Das ist eine Studie, die versucht, den sexuellen Missbrauch in der katholischen Kirche durch Priester und Diakone
und Ordensleute, die in Diensten der Diözesen waren, zu untersuchen. Das heißt, ein großer Teil von Klerikern ist gar nicht erfasst, zum Beispiel der Jesuitenorden nicht erfasst. Und mehrere Teilprojekte wurden durchgeführt und ein wesentliches Teil, was die Zahlen sind, ist die Durchsicht von Personalakten. Es waren mehr als 38.000 Personalakten, die da durchgesehen wurden. Und es ist ein Missverständnis, was mir immer wieder begegnet ist, haben sich schon alle 27 Diözesen daran beteiligt. Und die wurden auch, also alle 27 Diözesen haben uns über die Fälle, die sie schon aus Voranalysen kannten, bis 1946 zurückberichtet. Und da gab es nochmal zwei Gruppen von Diözesen. Eine Gruppe, die alle Akten wirklich ab 1946 durchgeguckt hat, und eine zweite Gruppe, die Akten durchgeguckt hat von Priestern, die 2010 noch lebten. Aber es ist Missverständnis, es haben alle teilgenommen hier. Also eine sehr große Stichprobe und einige zentrale Ergebnisse. Jetzt, wie gesagt, 4,4% derjenigen, die da analysiert wurden, hatten eine Beschuldigung des sexuellen Missbrauchs eines Kindes. Jetzt gibt es innerhalb der katholischen Kirche einige Studien, die ähnliche Untersuchungen gemacht haben. Amerika zum Beispiel, die haben relativ ähnliche Prozentsätze gefunden. Australien ein bisschen höhere Prozentsätze, weil sie andere Einflusskriterien, Definitionskriterien hatten. Aber das ist eine relativ gleichbleibende Quote. Wir wissen allerdings nicht, und da geht es schon los eigentlich an Forschungsdefiziten, wie das zum Beispiel bei Lehrern ist oder bei Kindergärtnern oder in der evangelischen Kirche. Also gibt es keine vergleichbaren Zahlen. Deswegen können Sie die Zahlen als solche bewerten, aber schwer vergleichen. Wir haben gerade eine ganz neue Berechnung aus unseren Zahlen gemacht mit einem Vergleich mit Beschuldigungen gegen erwachsene Männliche der allgemeinen Bevölkerung. Könnte man ja vielleicht vermuten, dass katholische Priester mit einer speziellen hohen Moral vielleicht auch etwas seltener beschuldigt werden als der durchschnittlich 18-jährige Männliche der deutschen Bevölkerung. Dem ist aber nicht so. Also es ist noch nicht veröffentlicht, aber das sind ganz interessante erste Vergleichszahlen auch mal. Sie haben dann die Zahl der Betroffenen angesprochen, knapp 3.800, und alle Zahlen, die wir da festgestellt haben, die ja vor Veröffentlichung durch uns wie ein Tsunami einmal in die Welt gegangen sind, das stand ja in der New York Times, in Le Monde, in El Pais, in allen deutschen Journalen, das muss man sagen, das ist die Spitze eines Eisberges. Das ist nicht das, was stattgefunden hat. Das hat sicher stattgefunden. Aber es hat sicher mehr stattgefunden. Es gibt ein großes Dunkelfeld. Und das möchte ich ja nochmal aufgreifen, was Sie, Frau Andresen, gesagt haben. Etwa 50% der Fälle, wo sich Betroffene gemeldet haben bei diesem Verfahren in Anerkennung des Leids, fand man in den Personalakten nichts. Das heißt also, diese Fälle wären alle im Dunkelfeld geblieben, wenn die Betroffenen nicht mutig gewesen wären und das gesagt hätten. Und natürlich haben sich keinesfalls alle damit gedacht. Das ist nur ein Bruchteil derjenigen. Also wir haben sicher eine Spitze des Eisbergs beschrieben, wie groß das ist, was unter dem Wasser ist, wissen wir nicht. Es ist sicherlich beträchtlich. Und lassen Sie mich ein Wort sagen, es gibt ja so, ich glaube, in eher konservativen Kirchenkreisen den einen oder anderen, der sich auch der Wissenschaft rühmt und der Kritik an unserer Studie äußert. Ich werde keine Namen nennen. Also A, das sind Leute, die spielen nicht in unserer Liga, muss ich einfach, also ohne dass ich jetzt sage, um mich da selbst erhöhen will. Das ist, wenn da zum Beispiel gesagt wird, das sei ja falsch beschuldigt, dann ja, kann durchaus sein. Wir haben keine Gerichtsverfahren durchgeführt. Aber wenn Sie von diesen 1670 vielleicht 5% an Falschbeschuldigungen abziehen, dann haben Sie aber 100% am Dunkelfeld. Also das ist einfach erbärmlich, wenn man so argumentiert, nach meinem Dafürhalten. Und ich glaube, das muss man immer im Auge haben. Ich weiß nicht, was diese Leute treibt. Wissenschaftlich ist das jedenfalls nicht. Das sind Behauptungen einfach.
Und lassen Sie mich noch mal eine persönliche Sache gleich sagen. Ich habe das ja angedeutet, dass wir auf vielen solcher Foren und Podiumsdiskussionen jetzt sind. Und ich bin als Wissenschaftler normalerweise ja immer zur Zurückhaltung und zur Geduld erzogen. Manches macht mich da auch so ein bisschen nervös, ja, da muss ich ehrlich sagen, wie viel gesprochen wird und wie wenig sich eigentlich tut. Was ich in der Tat allerdings mit Interesse verfolge, ist, dass ich doch jetzt auch einige hochrangige Kirchenvertreter, auch Bischöfe, doch mit sehr pointierten Positionen in die Öffentlichkeit begeben. Also da war mal davon die Rede, dass man sich vorstellen könnte, auch eine Frau zu weihen oder dass man auch homosexuelle Priester weihen kann, öffentlich, also dass es geschieht, weiß man ohne dies, aber öffentlich das macht. Oder den Zölibat durchaus auch in Frage stellen. Also das sind mutige Positionen. Ich würde mir wünschen, es bleibt nicht nur bei Positionen, sondern vielleicht irgendwo auch müssen wir mal ein Ziel definieren, was erkennbar als nächstes erreicht werden soll, um es dann zu überprüfen, ob man es auch erreicht hat. Vielen Dank. Ich möchte gerne auch bei Ihnen direkt einfach nochmal nachhaken und nachfragen. Wenn ich auch die Studie richtig interpretiere und lese, dann neige ich dazu, doch zwei, würde ich mal sagen, Problemfelder oder vielleicht auch Skandale zu benennen. Das eine ist die Missbrauchsthematik an sich und das andere ist nochmal der Umgang mit Verantwortlichen, mit der Missbrauchsfrage und mit Missbrauchsvorwürfen. Sie schreiben an einer Stelle auch, dass von kirchenleitender Position häufig Opfer tendenziell als Kirchengegner irgendwie wahrgenommen und entsprechend eben natürlich dann auch behandelt werden. Würden Sie diese Analyse teilen, dass es eigentlich so eine doppelte Problematik gibt, die auf verschiedenen Ebenen eben gleichermaßen nachdrücklich bearbeitet werden müsste? Also ich teile, und das ist ja ein Punkt, den wir auch als einen möglich ursächlichen Faktor benannt haben in unserer Studie, das ist eigentlich der Missbrauch klerikaler Macht. Das kann auf zwei Ebenen geschehen. Einmal auf der individuellen Ebene des Priesters, der seine Macht auch. Also sexueller Missbrauch findet immer in asymmetrischen Machtbeziehungen statt, auch außerhalb der katholischen Kirche. Aber es gibt natürlich durch das Weiheamt des Priesters eine ganz besonders hohe Machtfunktion, die dem Priester zugewiesen wird und die er missbrauchen kann. Und klerikale Machtmissbrauch von Seiten der Institution wäre dann in der Gestalt, dass eben, wenn ich etwas erfahre über sexuellen Missbrauch, dass es eher als Bedrohung für die Institution verstanden wird oder dass man versucht, es unter dem Deckel zu halten und nicht als Gefahr für die betroffene Person und für mögliche weitere Betroffene. Also wenn ich zum Beispiel jemanden, was ja sehr häufig, was systematisch vorgekommen ist, also das waren nicht Einzelfälle, sondern das haben wir in unserer Studie auch erstmalig eigentlich weltweit zeigen können, dass Versetzungen systematisch benutzt wurden, gerade bei Missbrauch, in andere Gemeinden oder auch in andere Diözesen, ohne dass da den Bescheid gesagt wurde. Da kommt jemand, der beschuldigt ist. Und das bedeutet, Schutz der Institution hat eigentlich einen Vorrang vor weiteren potenziellen Betroffenen. Und das ist natürlich in der Tat besonders moralisch, weil wir sprechen ja schon von einer Institution, die selbst auch sehr hohe moralische Verantwortung an sich selbst hat und auch an ihre Gläubigen. Gehen in der Studie auch den Schritt dahin, Elemente zu identifizieren, wo Sie sagen, da müsste sich eigentlich etwas ändern, da ist Handlungsbedarf, Änderungsbedarf, weil es bestimmte Parameter gibt, die dazu führen, dass katholische Kirche und ihr Umfeld vielleicht besonders begünstigt, dass es zu Machtmissbrauch und Missbrauch kommt. Ganz häufig wird das etwas schlagwortartig zusammengefasst unter dem großen Begriff Klerikalismus. Auch Papst Franziskus verwendet den Begriff vorzugsweise.
Und der Effekt ist in der Regel, dass alle nicken und sagen, ja, finden wir alle ganz schlimm. Ohne dass jetzt genauer gesagt werden kann, was wäre denn damit genau gemeint eigentlich? Was ist denn zu bearbeiten unter dieser großen Überschrift? Ich möchte noch mal ganz gerne bei Ihnen nachfragen, Frau Mühlers. Sie haben das ja sehr konkret erlebt, was eben auch als Machtgefälle benannt war. Einen Kleriker, bei dem es offensichtlich nicht möglich war, ihm Einhalt zu gebieten auf normaler Weise. Können Sie etwas zu dieser sehr konkreten Erfahrung sagen, was Klerikalismus und Machtmissbrauch konkret in der Situation bedeutet? Gerne, da bin ich wirklich dankbar, dass Sie die Frage an mich richten, weil ich glaube, dass Klerikalismus uns alle betrifft. Also ich denke, Klerikalismus heißt auch, dass Priester, katholische Priester, auch für uns Gläubige oft auf einem Thron stehen. Ich bin so groß geworden, ich bin sehr katholisch sozialisiert worden, mit großer Begeisterung in den Gottesdienst gegangen. Ich war Ministrantin direkt nach der Erstkommunion. Und es war für mich das Schönste und Beste, was es überhaupt gegeben hat. Ich war sehr integriert in der katholischen Jugend. Also es war meine Heimat, kann man wirklich sagen. Ich habe auch viel dort gefunden, was ich zu Hause vermissen musste, weil meine Eltern krank und traumatisiert waren und so. Also das war ein Stück Ersatzfamilie für mich auch. Und wir hatten einen sehr charismatischen Pfarrer mit einer großen Ausstrahlung. Und er empfing mich mit offenen Armen, mein Mädele. Das Mädele war damals 11. Und also ich glaube, das ist auch nochmal wichtig, also das, diese große Ausstrahlung eben, dass man sich das nochmal klar macht, dass eben der Priester, der missbraucht, der sexuell missbraucht, nicht unbedingt der fiese Vergewaltiger ist, der jetzt die Kinder in den Beichtstuhl zieht oder so. Sowas kann es natürlich auch geben. Bei mir war da keine körperliche Gewalt im Spiel, sondern ich bin mit großer Begeisterung ins Pfarrhaus mitgegangen, einfach weil da eine mir männlich zugewandte quasi Vaterfigur war, ja, der sich über mein Kommen gefreut hat. Also das, was man einfach bei einem guten Vater normalerweise sich wünscht, bei einem zugewandten Vater, das habe ich eben dort erlebt, eben an Glanz in den Augen, ja, wenn ich gekommen bin. Und alles, was darüber dann eben hinausging, natürlich ist es eine Form von sexualisierter Gewalt bei einer 11-Jährigen, aber es war nicht mit körperlichem Zwang eben verbunden. Ein bisschen weit ausgeholt zum Thema Klerikalismus, aber es ist mir deswegen wichtig, weil dieser Herr Pfarrer für mich auf einem unglaublichen Thron stand und ich mir gar nicht vorstellen könnte, dass das, was der Herr Pfarrer da mit mir tut, dass das falsch ist. Das war in unserer Familie nicht vorgesehen und wenn ich das zu Hause gesagt hätte, dann hätte man mir einfach überhaupt nicht geglaubt. Ich habe es dann auch später geweicht, das war das, was vorhin auch schon angesprochen wurde, dass oft dann eben Kindern nicht geglaubt wurde. Ich war im Beicht schon, habe meine sexuellen Handlungen mit dem Herrn Pfarrer gebeichtet. Im Endeffekt flog ich raus, weil es eben ein Ort für Reue und Buße wäre und keine für schlechte Scherze. Also auch da hat der Priester das eben abgewehrt von sich durch, ja, im Endeffekt mir nicht, dadurch, dass er mir nicht geglaubt hat. Und das ist eine Form von, also wenn wir an Macht denken, denken wir oft an was anderes. Wir glauben, Machtausübung, das heißt eben Zwang und dass dieses Verhältnis, diese Schieflage praktisch, sich immer ja, mit körperlicher Gewalt zum Beispiel äußern muss. Das war eine andere Form von Macht. Die Macht wird einem katholischen, aber ich würde es gar nicht auf katholische Priester einschränken, sondern überhaupt durch dieses Weihsakrament wird unheimlich viel Macht verliehen. Und wenn man sich auch mit Priestern, die ehrlich sind, unterhält, dann wird in dem Priesterseminar, ich weiß nicht wie viele Jahre lang erzählt, dass sie was ganz Besonderes sind und dass sie von Gott direkt berufen sind. Und irgendwie glauben die das auch. Mir hat ein ehemaliger Priester mal gesagt, es sei wie ein Gift, das einem jahrelang verabreicht wird. Und nach seinem Austritt, der sitzt inzwischen glücklich mit Frau und zwei Kindern in Oberbayern, und nach seinem Austritt wäre er jahrelang damit beschäftigt gewesen, zu entgiften. Und ich denke, das ist Klerikalismus, ja, dieses Gift. Und das bekommen die Priester in der Ausbildung verabreicht. Und ich glaube, ich hoffe, dass sich da was ändert. Den Einblick habe ich nicht. Das wissen Sie vielleicht besser. Das ist eine meiner großen Hoffnungen, dass das verändert wird. Und ich glaube eben auch, wir alle, wir müssen auch lernen, dass wenn wir Kleriker anhimmeln durch
Oh, Herr Erzbischof, Frau von Drunter, ich nenne unseren Erzbischof nicht Herr Erzbischof. Ich sage guten Tag, Herr Dr. Scheck, weil, und ich habe ihm das auch so gesagt, weil ich auch glaube, wenn wir uns da reinschleimen mit Titel, 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 rauf und runter, ja, das macht doch auch was mit den Männern. Auch wir stellen sie auf einen Thron. Und ich glaube, es ist wichtig, genau hinzugucken, deswegen muss ich die nicht verteufeln, aber ich muss sie auch nicht auf einen Thron setzen, sondern auf Augenhöhe sein. Und da habe ich zu unserem Bischof gesagt, ich glaube Ihnen erst, dass sich was verändert, wenn Sie da drüben oben Ihren Thron abbauen. Sehr konkret, sehr gut. Er weiß, was zu tun ist. Ja, worauf es anwesend der Blick. Beim Thema Klerikalismus richtet sich sehr stark dann auf die Täter und die Frage, gibt es da Muster, die man möglicherweise auch identifizieren können, kommen wir vielleicht auch gleich nochmal im Blick auf die Studie drauf. Sie haben primär mit denen zu tun, die sich mit einer Opfererfahrung bei Ihnen ja auch melden. Können Sie dazu noch etwas mehr erläutern? Wer nimmt Kontakt zu Ihrer Kommission auf? Wer erzählt überhaupt eine persönliche Geschichte, die so ganz herausfordernd ist? Ja, vielleicht anknüpfend an auch an die Frage des Klerikalismus und die täterfreundlichen Strukturen, die Sie ja schon angesprochen haben, dass dann von einer Gemeinde in die nächste weiter versetzt wurde, ohne dass die Gemeindemitglieder etwas wussten und wissend in Kauf nehmend, dass weitere Kinder betroffen sein werden. Also ich glaube, ein Teil des Klerikalismus ist eben auch die Kinderfeindlichkeit. Und ich glaube, so muss man und darf man das auch benennen. Und damit verbunden, und ich vermute, dass wir vielleicht auch noch mal im Laufe des Abends darüber sprechen. Ich habe auch viel darüber nachgedacht, weil das auch ein Thema von Betroffenen aus der katholischen Kirche ist, die Frage des Umgangs mit Sexualität und die Frage des Geschlechterverhältnisses. Also solange Frauen keine Priesterweihe haben bekommen, beziehungsweise als die weniger wertgeschätzten angesehen werden, brauchen wir, glaube ich, über den Abbau von Klerikalismus nicht ernsthaft reden, weil das ist so grundlegend vom Verständnis her und ein Thema Betroffener. Wer meldet sich bei uns? Wir haben sehr wenige betroffene Menschen, die zum ersten Mal sprechen vor der Kommission. Viele, die sich melden, haben entweder schon als Kinder gesprochen oder haben viele haben Therapieerfahrung oder haben sich ein Netzwerk aufgebaut mit anderen Betroffenen. Aber sie haben den starken Wunsch, zum einen ihre Geschichte noch einmal in der Kommission mitzuteilen und damit verbunden eine ganz starke Motivation, dass sie hoffen, dass ihre Geschichte einen Sinn darin hat, dass wir etwas verändern, dass Kinder und Jugendliche heute besser geschützt sind, weil sie eben so einen großen, eine Betroffene hat es mal gesagt, Rucksack voller Erfahrungen haben, die nicht gesehen werden und nicht gehört werden. Und das ist ein starkes Motiv derjenigen, die sich bei uns melden. Es ist so, dass wir viele haben, die im Alter zwischen heute 40 und 60 sind. Das ist so die größte Gruppe von betroffenen Menschen, die sich melden. Sehr viele aus dem Bereich Familie, denn die Familie ist ja einer der zentrale Ort, nach dem, was wir zahlenmäßig wissen, in dem Kinder und Jugendliche sexuelle Gewalt erfahren. Das ist auch ein wichtiges Anliegen der Kommission, dass sie eben auch ein Ort ist, wo Betroffene aus dem familiären Kontext berichten können. Das ist eine besondere Herausforderung. Es scheint erstmal leichter auf die Institution zu gucken, Kirche, Schule, als jetzt die Familie in den Blick zu nehmen und da die Frage zu stellen, wo liegt denn die gesellschaftliche Verantwortung? Viele berichten hier natürlich auch
vom Versagen etwa des Jugendamtes oder anderer Einrichtungen. Also da melden sich sehr viele. Und haben sich gemeldet etwa 75% derjenigen, die gesprochen haben, sind Frauen. Aber es kommen auch, melden sich auch immer mehr Männer bei uns, um zu sprechen. Wir haben keine große Kampagne gemacht, also keine große Öffentlichkeitskampagne, weil wir auch gar nicht wussten, was kommt da auf uns zu. Es gibt relativ wenig Erfahrung mit dieser Art von Arbeit und wir sind erst einmal ganz vorsichtig losgelaufen und haben gedacht und hatten die Ressourcen für 500 Anhörungen. Aber wir haben sehr schnell sehr viel mehr Anmeldungen bekommen, haben dann vom Ministerium nochmal Mittel bekommen. Und mein Eindruck ist, dass wenn wir nochmal sehr viel offensiver auf uns aufmerksam machen, viele kennen die Kommission gar nicht, dass wir nochmal ein sehr viel breiteres Bild bekommen. Was mich persönlich immer wieder umtreibt, ist, wie bekommen die Betroffenen, die so massiv unter den Folgen zu leiden haben und gar kein Vertrauen haben und auch nicht in die Öffentlichkeit gehen, nicht sprechen, wie können wir es als Kommission oder als Gesellschaft insgesamt oder als Kirche erreichen, dass diese Menschen gesehen werden, gehört werden und Unterstützung bekommen. Das ist etwas, was mich sehr beschäftigt und was mich auch sehr beschäftigt ist. Ich komme als Erziehungswissenschaftlerin aus der Armutsforschung und ich habe gelernt, und das ist ein ganz unterbelichtetes Thema, dass viele betroffene Menschen auch sehr viel erreichen, also auch als Kinder und Jugendliche wirklich, ich nenne es mal, funktionieren, gut in der Schule sind, häufig ein gutes Studium machen. Und dann gibt es aber einen Punkt häufig im Leben, wenn etwa das eigene Kind in das Alter kommt, in dem der Missbrauch stattgefunden, begonnen hat, da wird etwas sehr viel brüchiger. Und viele betroffene Menschen haben unterbrochene Erwerbsbiografien. Wir wissen alle, was das heißt in unserem Land. Viele sind früh verrentet. Und das bedeutet, mit sehr wenig Einkommen leben zu müssen. Und diese Perspektive, die ist aus meiner Sicht noch viel zu wenig aufgemacht. Also damit sehe ich auch einen Auftrag der Kommission, das zum Thema zu machen. Also ich könnte noch sehr viel mehr sagen, so wer kommt auf uns zu, aber im Moment sind es diejenigen, die schon gesprochen haben und die eine Botschaft. Sie wollen, dass sich etwas verändert und sie wollen einen Beitrag dazu leisten. Das finde ich immer wieder sehr beeindruckend, wie viel Kraft dahinter steckt. Aber wir hören auch sehr viele Menschen an, die ja, für die das ungeheuer aufwendig und kraftzehrend ist, zu sprechen und dann zurückzukehren. Und natürlich erwarten sie auch, dass etwas passiert. Dass wir nicht nur sprechen, sondern dass sich etwa etwas ganz konkret ändert beim Opferentschädigungsrecht. Also es sind auch sehr konkrete Rahmenbedingungen, die Menschen bedrücken und bedrängen. Ich frage nochmal ganz direkt nach. Sie haben schon gesagt, es ist sehr konkret. Wie konkret ist es genau? Also das ist eine Situation, die nicht befriedigend ist für viele Menschen, die auch einen bestimmten Geldbetrag erwarten können, der aber relativ gering ist. Und das ist gerade auch von den Organisationen, den Netzwerken von Opfern, die Forderung gibt, das auszuweiten. Können Sie das konkretisieren? Also da gibt es gar nicht die eine Botschaft oder die eine Forderung. Es gibt ein Thema, das fast alle Betroffene ansprechen und das ist tatsächlich dieses Opferentschädigungsrecht, das jetzt sehr mühsam in die Gänge kommt, dass es sich verändert.
weil hier zum Beispiel grundlegend die Forderung gestellt wird, dass Betroffene nachweisen müssen, sehr konkret und detailliert, dass die Folgen, die sie beeinträchtigen, aus dem sexuellen Missbrauch kommen. Nun machen Sie das mal. Das ist auch ein häufig als erniedrigend empfundenes Vorgehen, vielfach mit einem negativen Bescheid, der dann kommt. Also diese gesetzliche Entschädigungsregelung passt in keiner Weise auf das, was wir wissen über Betroffene von sexuellem Kindesmissbrauch. Und dass über so viele Jahre sich da nichts ändert, das ist ein ganz konkretes Thema. Ein zweites, also dann geht es immer wieder auch, also wenn es um die Frage der Verantwortung der Institution geht, der Kirche, geht es schon auch um die Frage, wie kann eine sogenannte Entschädigungsleistung aussehen. Da gibt es unterschiedliche Vorstellungen. Vielfach wird zum Thema gemacht, ich möchte das an Unterstützung bekommen, was ich auch brauche, was ich zum Beispiel investiert habe, dadurch, dass Therapien unterbrochen wurden oder nicht übernommen wurden. Es gibt nicht die eine Antwort und ich ziehe daraus eine strukturelle Antwort. Verantwortung heißt, auch sehr passgenau auf das zu reagieren, was Betroffene benötigen und da einen Weg zu finden. Haben wir die eine Erfahrung, dass Sie Kontakt haben zu Opfern aus ganz unterschiedlichen Situationen und Biografien, auch in der MHG-Studie. Professor Dresing, ging es ja nicht nur um das Studium von Personalakten und sozusagen den historischen Blick auf das, was möglicherweise war, sondern auch um das Gespräch in qualitativen Interviews mit Menschen, die sich als Opfer gemeldet haben oder ansprechbar waren. Gibt es aus Ihrer Sicht im Blick auf diese qualitative Studie markante Ergebnisse, die Sie benennen können, die sich so vielleicht bei einer großen Zahl auch durchziehen an Beobachtungen dieser persönlichen Erfahrungen und dem, was Sie im Umgang mit dem Kontakt zu kirchlichen Verantwortlichen beschreiben? Ja, wir haben ja auf zwei Wege Zugang zu Betroffenen versucht zu bekommen. Das waren einmal Face-to-Face-Interviews, also persönliche Interviews. Viele der Betroffenen haben wir über die Diözesen selbst bekommen, die also wussten, wer unter Umständen betroffen ist und dann Aufrufe gemacht haben, wer interessiert ist, kann sich an uns wenden. Also insofern natürlich eine gewisse Selektion auch schon in dieser Gruppe. Deswegen haben wir einen zweiten Weg gewählt, auch nochmal mit einem Angebot anonym im Internet Erfahrungen mitzuteilen. Das ist schon mal ganz interessant, dass es eigentlich zwei ganz unterschiedliche Gruppen sind. Was mich überraschend ist, also die Gruppe, die sich anonym im Internet gemeldet haben, waren überwiegend betroffen, die sagten, ich würde niemals einen Antrag auf Anerkennung des Leides stellen, weil ich mit der Institution gar nichts mehr zu tun haben möchte. Oder die sehr kritische Erlebnisse im Umgang mit diesen Verfahren berichtet haben, wie Sie, Frau Mönes, auch zumindest mit Ihren ersten Kontakten da noch einmal Dinge erlebt haben, die möglicherweise sogar traumatisch sind und reaktualisiert haben. Nach unserer Erfahrung haben es Diözese sehr unterschiedlich gehandhabt. Also ich glaube, da gab es welche, die das schon gut gemacht haben von Anfang an und andere, die das auch als Barriere genutzt haben, um Leute nochmal zurückzuweisen. Und das hing, glaube ich, sehr stark auch von den Menschen ab, die da als Ansprechpersonen tätig waren. Die sind, glaube ich, Missbrauchsbeauftragte einer Diözese. Ich glaube, da gibt es Menschen, die es großartig gemacht haben. Als
Vertreter sozusagen der Betroffenen und offenbar und andere, die das weniger großartig gemacht haben, bis hin teilweise, dass auch das war eigentlich gegen die Regularien auch der Kirche selbst, dass dann teilweise auch Bedienstete der Kirche doch diese Ämter innehatten, was ja eigentlich gegen die eigenen Normen ist. Ja, es soll ja unabhängig der Menschen sein. Was alle Betroffenen, glaube ich, auszeichnet, oder was die Mehrzahl der Betroffenen, auch das kann nicht für alle sein, aber viele haben doch ganz erhebliche psychische und soziale Folgen zu bewältigen, gesundheitliche Art, also Depressionen, posttraumatische Belastungsstörungen. Aber es gibt auch Menschen, die das irgendwann einbauen könnten in ihre Biografie. Frau Mühn ist aber vielleicht jemand, der hier auf dem Podium sitzt, der das gut gelungen ist. Aber die meisten tragen ein ähnliches Päckchen permanent durch ihr Leben, bis hin, dass sie dauerhaft krank sind auch, oder auch nicht mehr berufstätig sein können, misslungene Karrieren in Schule, Ausbildung, Beruf haben. Also das ist etwas, was alle Betroffenen mehr oder weniger auszeichnet. Lassen Sie mich vielleicht ein Wort noch zu dem Opferentschädigungsgesetz sagen, weil ich kenne das auch aus der praktischen Seite als Gutachter. Ich habe viele, nicht überwiegend aus dem katholischen Bereich, da habe ich eher relativ wenig bisher gesehen, aber jeder, der Opfer einer Straftat geworden ist in Deutschland, die mit einem körperlichen Übergriff einhergegangen ist, also psychische Gewalt wird nicht entschädigt, ist ja nach dem OEG. Es muss zumindest körperliche Gewalt gewesen sein oder sexuelle körperliche Gewalt auch. Kann einen solchen Antrag stellen, muss solche Menschen sich ja häufig begutachten auch. Da gibt es Regeln, da gibt es da Prozentsätze, die man da festlegen muss. Und das ist in der Tat natürlich, und ich glaube, da könnte man schon auch mal ein Zeichen setzen, das ist nicht sehr viel. Also selbst wenn man eine posttraumatische Belastungsstörung oder eine komplexe posttraumatische Belastungsstörung diagnostiziert als Folge statt sexuellen Misshandlung der Kindheit, was, wenn man es ordentlich macht, in der Regel schon möglich ist. Ja, auch, also die kausalen Zusammenhänge kann man da schon darstellen, und es muss auch nicht erniedrigend sein für die Betroffenen. Also muss man natürlich auch geschickt darstellen in der Begutachtungssituation. Aber gefordert ist schon nochmal alles zu erzählen, eben einem Menschen, den man überhaupt nicht kennt. Und dann gibt es irgendwie Prozentsätze, die gehen dann 30, 40, 50 Prozent. Das sind dann also vielleicht 180 Euro im Monat oder so. Also das ist, also da könnte die Gesellschaft schon mal drüber nachdenken, wie viel hier das eigentlich wert ist. Nun ist das Finanzielle so eine konkrete Frage. Aber das ist ja auch ohne Geld kann man nicht leben. Ja. Ich würde es auch nicht kleinreden, das ist eine Anerkennung. Und es ist ja auch für ganz praktische Ausgaben, niemand macht dann eine Kreuzfahrt oder so. Wenn Sie Ihren Beruf nicht leben konnten und materiell leben, in einer angespannten Situation sind, dann sind da 300 oder 500 Euro schon. Das ist wichtig, das ist nicht nur eine Anerkennung, das ist vielleicht existenziell wichtig. Sie haben mit Ihrer Studie einen weiteren Schritt gewagt, eben zu sehr konkreten Forderungen, das heißt, Sie haben nicht nur deskriptiv gearbeitet und analysiert, sondern schon auch Felder benannt, wo Sie sagen, da muss sich was ändern. Ein Feld ist die finanzielle Frage auch. Welche weiteren Felder gab es? Ich weiß, allein schon in der Aktenführung des Personalwesens gab es sehr konkrete Minimalstandards, die da häufig noch nicht mal erfüllt wurden in den letzten Jahrzehnten. Einfach ein konkretes Beispiel, damit man überhaupt einen Eindruck bekommt. Also in kirchlichen Personalakten wurde häufig noch nicht einmal die Seitenzahl durchnummeriert, sodass auch nachträglich da sehr viel manipuliert werden konnte. Das sind sehr konkrete Fragen, bei denen Menschen, die in anderen gesellschaftlichen Bereichen mit Personalwesen zu tun haben, stutzen und sagen, wie das denn sein kann. Gibt es weitere sehr
konkrete Hinweise, wo Sie sagen, da kann eigentlich bei jeder Bischof innerhalb einer sehr kurzen Frist auch Abhilfe schaffen und Dinge ändern? Also ich korrigiere Sie ungern, aber Forderungen haben wir nicht gestellt. Das steht uns auch nicht zu als Wissenschaft. Empfehlungen haben wir es genannt, genau. Wir haben Problemfelder diskutiert und manches geht ja auch in den Bereich der Theologie hinein, wo wir gar keine Experten sind, aber wo wir anraten würden oder empfehlen würden, dass man die theologische Sicht der Dinge, die pastorale Sicht der Dinge verbindet auch mit dem, was die Pädagogik, die Psychologie, die Medizin zu bestimmten Themen zu sagen hat. Und da gibt es ja gerade, was jetzt zum Beispiel die Sexualwissenschaft angeht, doch diametrale Unterschiede zwischen dem, was die katholische Sexualmoral sich so vorstellt und was man in der modernen Sexualwissenschaft weiß. Also so etwas, denke ich, wäre wichtig, das zusammenzuführen, nicht in einer Forderung. Also das steht uns, glaube ich, nicht zu, aber im Sinne eines intensiven Austausches. Ja. Also die Felder, die wir gesehen haben, ja, sind solche Dinge wie Aktenführung. Das kann man relativ schnell, könnte man relativ schnell ändern. Inwieweit es wirklich so schwierig ist, bestimmte andere Themen auch mal tatsächlich anzugehen, weiß ich gar nicht, weil ich nicht weiß, also ich habe auch von einem Bischof gehört, der sagt, ich kann eigentlich alles machen, was ich will. Ja, und wenn er das kann, könnte er auch mal eine Frau weihen zum Beispiel, gucken, was dann passiert. Wäre so eine Idee von mir zum Beispiel. Ja. Also das ist in der Tat, wenn man sich natürlich immer in der Rom versteckt und sagt, wir sind eine Weltkirche und wir können immer nur dann etwas ändern, wenn sozusagen der Langsamste das Tempo bestimmt, dann müssen wir doch viele Podiumsdiskussionen haben. Dass unser Kirchenrecht ein bisschen zusammengezuckt ist. Ich glaube, der Bischof kann auch nicht alles machen, aber was wahrscheinlich angedeutet ist, es gibt keine Gewaltenteilung. Und eigenen Amtsverständnis spielt auch nochmal eine Rolle. Das Kirchenrecht gilt auch für den Bischof. Aber dahinter steht natürlich das Problem, dass es keine Vorstellung von Gewaltenteilung gibt, wie es die im Umfeld der säkularen Gesellschaft als Selbstverständlichkeit gibt. Und dahinter steht dann auch das Problem oder wird das Problem sichtbar, wie ist denn die Kooperation eigentlich etwa mit dem staatlichen Rechtssystem, mit Staatsanwaltschaften etwa. Auch in dem Feld der Kooperationen, die eigentlich für Außenstehende als Selbstverständlichkeit eigentlich angenommen werden, gab es in der Vergangenheit und gibt es möglicherweise immer noch Probleme, weil sozusagen kirchlicher Rechtsbereich und gesellschaftlicher Rechtsbereich nicht in allem kompatibel sind, sagen wir ganz vorsichtig. Haben Sie in dem Feld auch nochmal Dinge beobachtet und analysiert und können Sie auch da keine Forderungen stellen, aber Beobachtungen formulieren? Ja, ein Thema war ja auch, und da sind wir hier vielleicht auch an Berufen und Orte, wie findet eigentlich die Priesterausbildung statt? Was passiert in den Priesterseminaren? Also wir haben versucht, einmal zu analysieren auch, wie wird da Persönlichkeitsentwicklung, Sexualentwicklung thematisiert? Also ich stelle mir das wirklich schwer vor, sozusagen mit 20 Jahren mich zu entscheiden, ich gehe ab heute zölibatär, weil ich Priester werden will. Ich muss ja auch zölibatär leben. Und wir haben uns dann angeguckt, wie ist der Umgang in der Ausbildung. Und natürlich sind unsere Einblicke da sehr begrenzt. Sie wissen das viel, viel besser eigentlich, was da passiert. Und den Dialog wünschen wir. Und da sind wir auch eingeladen zu solchen Dialogen jetzt, von der News zum Beispiel. Da steht dann, wir haben ein Modul eingeführt.
wird Sexualausbildung, 6 Stunden. Das erscheint natürlich schon relativ knapp und dann hört man, ja, wir Arbeitssysteme natürlich, aber spirituell pastoral. Darüber kann ich mir jetzt wiederum als Arzt nicht so gut vorstellen, wie das geht. Ja, also das wäre, denke ich, müssen vielleicht in Dialog treten auch. Also ich glaube, wenn man, also Zölibat ist nicht die Ursache für diesen Raum. Also wer so etwas behauptet, das ist Unsinn. Ja, aber ich glaube, basierend auf unseren Ergebnissen, dass der Zölibat wie ein Magnet wirkt für bestimmte Menschen, die in ihrer persönlichen und sexuellen Entwicklung unreif sind, die vielleicht auch merken, ich bin vielleicht homosexuell und möchte das nicht sein und habe jetzt hier ein Angebot, zölibatär zu leben und damit löse ich das Problem. Das kann nicht funktionieren. Ja? Also das in unserer Fachsprache ist das neurotische Konfliktlösung. Das kann einige Jahre funktionieren und das zeigt unsere Studien, da gibt es auch sehr schön, es gibt eine große Gruppe von Priestern, die werden erst 15 bis 20 Jahre nach der Weihe auffällig. Das heißt, es geht eine ganze Weile gut und irgendwann klappt dieser neurotische Konfliktlösungsmechanismus nicht mehr. Deswegen wäre eine Empfehlung, wenn man sich entscheidet, zölibatär zu leben, dass es eigentlich etwas ist, was eine lebenslange auch Begleitung und fachliche Supervision erfordern würde, um diese große Herausforderung wirklich bewältigen zu können. Nicht im Sinne, schafft es ab, ja, sondern wenn man sich dafür entscheidet, das permanent zu begleiten. Ich war jetzt am Samstag auf einer Veranstaltung in Würzburg, wahrscheinlich hat es der eine oder andere gelesen, da war der Professor Bündrup, der hat es relativ pointiert formuliert, hat gesagt, wenn man das nicht in der Weise betreibt, ist der Zölibat ein Rezept für ein Desaster. Ich würde mich da gerne nochmal einklingen oder daran anknüpfen, auch aus meiner Perspektive, weil ich selbst fast in diese, wie haben Sie gesagt, neurotische Konfliktlösung geraten wäre, weil ich selbst mit ungefähr 18, 19 Jahren gemerkt habe, meine Beziehungsfähigkeit stimmt nicht. Da ist was nicht in Ordnung und warum? Ich konnte mich nur noch in alte Männer verlieben. Also der Priester eben war bei mir, der war von 50 bis 55 Jahren, ging der Pastor eben, also er war 50 bis 55, ich 11 bis 16. So. Und ich hatte mich ursprünglich auch so ganz normal in gleichaltrige Jungs verliebt etc. Und dann war das später nicht mehr möglich. Und ich habe dann mit 18, 19 tatsächlich überlegt, gehe ich ins Kloster. Ich wollte Nonne werden. Und irgendwie ist es aber um 180 Grad gekippt. Ich bin dann stattdessen aus der Kirche ausgetreten, habe was anderes studiert als Theologie etc. Und es kam aber immer mal wieder so, boah, könnte ich nicht vielleicht doch noch ins Kloster gehen? Und ich habe sehr, sehr lange allein gelebt als Single, einfach weil ich keine Beziehung mehr auf die Reihe gekriegt habe. Ganz anders, war schlichtweg völlig gestört, die Beziehungsfähigkeit. Und es, man steht gesellschaftlich nicht hoch im Kurs als Single. Es ist so, naja, so keinen abgekriegt und so. Also es ist schon so ein bisschen, naja, die übrig gebliebenen. Und von daher kann ich mir selber sehr gut vorstellen, wie das funktioniert. Also mir tun diese jungen Männer oder Frauen, kann ja eben bei Ordenseintritt, also auch bei Frauen der Fall, also mir tun die dann eher leid, wenn das vielleicht die Motivation ist. Und deswegen wäre da auch eine meiner Forderungen, dass man da in dieser Ausbildung eben genau drauf guckt, ob denn theoretisch oder ob eine Beziehungsfähigkeit da wäre. Und wenn nicht, dann sollen sich diese Priesteramtskandidaten die gleiche Mühe machen, die ich mir mache. Ich war 10 Jahre in Psychotherapie und es war wirklich kein Zuckerlecken. Und ich war oft genug auf diesem Stuhl gesessen und habe gedacht, nein, wie oft noch, ich kann nicht mehr. Und wieder alles durchgearbeitet. Und es ist reversibel gewesen, Gott sei Dank, meine Beziehungsfähigkeit ist wiederhergestellt und ich bin glücklich verheiratet in einen nur 5 Jahre älteren Mann, also als wäre nichts gewesen sozusagen. Aber Sie können mir glauben, der Weg war unendlich weit und schmerzhaft und ich habe trotzdem auch immer noch mal wieder mit Depressionen und Flashbacks und so zu tun. Also es ist nicht so, dass das, nur weil ich hier sitze und vielleicht souverän wirke, bin nicht so souverän, wie man es meinen könnte. Also daheim und Nachbarveranstaltungen, so sieht es oft anders aus.
Und das ist wirklich meine Forderung auch an angehende Priester oder an Priester, die merken, sie haben da Probleme damit oder auch Ordensleute, dass sie sich die gleiche Mühe machen und zum Therapeuten gehen. Als Priester und einer, der eben auch hier sozusagen 100 Meter weiter im Priesterseminar ausgebildet worden ist, stelle ich mir so eine Situation auch etwas skurril vor, jetzt in irgendeinem Modul mit 30 Seminaristen zu sitzen und zu sagen, so, jetzt schlaft mal das Buch auf, jetzt sprechen wir mal über Sexualität. Also es ist ja auch nochmal die Frage, in welcher Form kann denn das überhaupt möglich sein? Da gibt es vermutlich nicht nur bei mir, sondern bei den direkt Verantwortlichen auch eine gewisse Ratlosigkeit, nur die Forderung aufzustellen, ist wahrscheinlich dann auch nur der erste Schritt, wie das zu konkretisieren ist, wäre möglicherweise auch damit verbunden, dass man sagt, die Ausbildungssituation basiert sehr klassisch darauf, dass diejenigen, die Priester werden wollen, sehr stark separiert werden in einer Sonderwelt eines Priesterseminars, einer klosterähnlichen Einrichtung und Gemeinschaft gewissermaßen. Und da Dinge zu bearbeiten, persönlich zu bearbeiten, wie gemeinsam, ist wahrscheinlich per se schwierig und verhindert auch die Auseinandersetzung mit bestimmten Fragestellungen, die eher gewährleistet ist, wenn Menschen in unterschiedlicher Lebensform zusammenleben würden und diese Separierung nicht so geben würde. Und wir sind ja auch mit unterschiedlichen gesellschaftlichen Bereichen zu tun, nicht nur mit Kirche, auch mit Sport in den östlichen Bundesländern, in der Geschichte der DDR und anderen Bereichen. Lassen sich da ja Hinweise draus ziehen aus den anderen gesellschaftlichen Bereichen, wo man sagt, ja, da gibt es auch Ansätze, von denen könnten kirchliche Verantwortliche lernen. Da gibt es Leute, die sind vielleicht schon mal anderthalb Schritte weiter. Also um vielleicht bei der Priesterausbildung anzufangen, also das Naheliegende ist, glaube ich, zu überlegen, wen holt man mit rein, ja, bei bestimmten Themen. Also etwa die Frage der Sexualmoral, Sexualpädagogik. Da ist ja die Frage, gäbe es Möglichkeiten, das zu öffnen? Denn je geschlossener eine Gemeinschaft ist, je schwieriger ist es ja, auch schwierige Themen, die einen persönlich betreffen, die aber auch zur Institution dazugehören, die vielleicht tabuisiert werden, da einen guten Weg zu finden, das zu öffnen. Und ein Öffnen kann eben darin liegen, dass ich mir andere Fachleute reinhole und nach Wegen suche, auch das, was an Kenntnissen da ist, irgendwie in die Priesterausbildung mit reinzunehmen. Ich würde sagen, je geschlossener das ist und je weniger Einblick von außen da ist, je schwieriger ist es tatsächlich auch etwas zu verändern. Und das, denke ich, kann man auch an einer geschlossenen, also ganz anders gearteten, offenen Einrichtung, wie sie die Odenwaldschule vermeintlich war, aber dann doch auch etwas für sich elitär Abgeschlossenes hatte. Ich glaube, auch so könnte man darauf gucken. Ja? Also wie gelingt es jetzt der katholischen Kirche, nicht diese Separierung fortzusetzen in den zentralen Bereichen, sondern die Gesellschaft auch, Sie haben vorhin den Begriff der auf Augenhöhe, auch reinzuholen. Und es gibt einfach sehr viel Expertise und Wissen, das, glaube ich, hilfreich sein könnte. Also das wäre ein Blick, den ich darauf richten würde. Wie schon zu Beginn angekündigt, würde ich natürlich auch denken, Gesprächssituation gerne öffnen, wenn es also Dinge gibt, wo Sie sich mit Fragen oder auch Hinweisen einfach mit einklinken mögen, fühlen Sie sich herzlich eingeladen und ermutigt dazu. Wir machen einfach parallel ein bisschen weiter und wenn ich irgendwie einen Rahmenbogen sehe oder ein anderes Signal, dann bekomme ich das hoffentlich mit und öffne das Ganze.